Hallo ihr Lieben, einen wundervollen Abend wünsche ich euch. Ich melde mich heute hier aus Munich, aus München, sitze in meinem kleinen Hotelzimmerchen, habe morgen noch ein Shooting hier und dann geht es auch morgen wieder zurück in den Norden. Schön, dass ihr trotzdem da seid und mir nach München gefolgt seid. Wir sind wieder heute in ganz Deutschland verstreut unterwegs und ich erwische meine lieben Kollegen von Sony, die jetzt schon an ihren Schreibmaschinen sitzen und alle eure Fragen beantworten können. Ja, wir sitzen hier alle in Hotelzimmern, glaube ich. Und ja, ich möchte euch das Team hier im Hintergrund als allererstes wie immer gleich erstmal vorstellen und fange an wie immer mit der bezaubernden Nicola. Da ist sie! Hi Steffen, das war etwas herausfordernd heute. Ja, hallo aus Ahaus. Wir sind, also das ganze Team ist aktuell in Ahaus und wir bilden uns hier oder versuchen uns ein bisschen in Sachen Film weiterzubilden. Also Bewegtbild ist ja tatsächlich ein großes Thema, wenn auch nicht heute bei uns im Talk, aber das wird mit Sicherheit in den zukünftigen Talks nochmal vorkommen. Und ja, genau. Also es ist auch ganz toll, was man da wieder Neues lernt. Normalerweise müssen wir ja erst eher erklären und jetzt kriegen wir mal was erklärt. Also ganz spannend, ganz Riesenthema. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf den Talk heute mit dem Martin. Für alle da draußen, wer es vielleicht vorher noch nicht wusste, stellt Fragen. Ihr habt die Möglichkeit, uns als Pro-Team direkt von Sony Fragen zu stellen. Wir sind alle technisch gut aufgestellt. Oder halt auch direkt an Martin eine Frage zu stellen. Die routen wir dann durch. Fragen stellen könnt ihr über diese F&A-Funktion, die ist da unten. Also wenn ihr in dem Browser so ein bisschen rumwischt mit dem Cursor, dann entscheidet diese F&A-Funktion, da könnt ihr was reintippen und wir beantworten das dann. Ja, soweit von mir. Ich komme später nochmal rein. Ja, die Nicola hat nämlich wie immer auch wieder ein paar Geschenke und Gewinnspiele dabei. Das heißt, es lohnt sich dran zu bleiben. Dann möchte ich euch vorstellen den lieben Oliver. Oliver sitzt auch in Ahaus, hält sich oben an seiner Klimmstange fest. Genau, ich stehe in Ahaus. Also die Hotelzimmer sehen alle sehr ähnlich aus, aber ich habe eine andere Position gewählt, weil ich hier das Licht ein bisschen besser finde. Und Licht ist ja, ja bekanntlich nicht ganz unwichtig für Foto und Video. Ich hoffe, man kann mich gut erkennen und auch gut hören. Ja, Martin, ja, super Fotograf, kenne ich jetzt auch schon einige Jahre. Gefühlt erfindet er sich auch immer wieder neu, macht verrückte Projekte, wie wir auch heute im Laufe des Talks erfahren werden. Ja, von daher bin ich gespannt auf die nächste Stunde mit dir und dem Martin. Sehr gut, lieber Oliver, vielen Dank. Und last but not least, Sergej, du sitzt im Nebenzimmer. Ja, so ungefähr. Zumindest kam ich unabhängig vom Olli auf den gleichen Gedanken, mich gleich zu positionieren. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, glaube ich. Und ansonsten, ja, über Martin, da bin ich auch gespannt. Vor allem, er macht ja auch viele größere Sachen, also mit vielen Models, mit Assistants und so weiter. Und da gibt es auch bestimmt ein paar lustige Geschichten, die es dann zu erzählen gibt, weil alles reibungslos ja nicht sonst immer abläuft. Von daher bin ich gespannt und gebe direkt an dich weiter, Steffen. Danke, lieber Sergej. Also, für alle nochmal da draußen, die jetzt an ihren Rechnern sitzen, stellt uns Fragen. Ich leite jede Frage, die ihr stellt, also zumindest die, die interessant sind, an den Martin weiter. Benutzt dafür die F&A-Funktion, die findet ihr hier irgendwo. Und ja, wenn ihr Fragen habt, die jetzt nicht zwingend an Martin gehen, die könnt ihr trotzdem stellen. Nämlich die drei von Sony sind unglaublich technisch versiert und werden euch so ziemlich alles beantworten, was in Richtung Sony geht. Mein heutiger Talkgast, Martin Diepold, kommt aus Berlin, aber er hat eine bewegte Lebensgeschichte. Das alleine liest sich schon ziemlich verrückt. Er hat selber geschrieben auf seiner Website, er ist im Wald aufgewachsen, als 19-Jähriger mit einer brasilianischen Sängerin nach Rio durchgebrannt, war als Soldat im Kosovo und hat dann eine Ausbildung zum Werbefotografen gemacht. Also mittlerweile fotografiert er für Sony, hat ein riesiges Studio in Berlin und ich bin mega gespannt, was er uns zu erzählen hat. Lieber Martin, komm zu uns rein und sag Hallo. Da ist er. Ja, und dann, da ist er. Hallo, hallo. Ja, vielen Dank für die netten, warmen, einleitenden Worte. Martin, ich sehe dich in deinem schönen Studio hinter dir. Wir hatten neulich in der ersten Staffel die Janine, die hat ein ähnliches Studio. Und wie ich eben gehört habe, wohnt ihr ganz relativ dicht beieinander. Sie ist zwei Türen weiter, direkt nebenan quasi. Super cool. Martin, bevor wir über dich reden und ich dich löchere, zeig uns doch mal, was du eigentlich so den ganzen Tag machst. Dann haben wir alle mal ein Bild davon und ich glaube, dann stellt sich's leichter Fragen. Wir haben alle eine Vorstellung von dir. Alles klar.
Mega. Das sieht genau danach aus, was sich die Welt darunter unter einem Fotografen vorstellt. Und das ist auch immer exakt das Bild, was alle glauben, was jeder Fotograf so macht. Den ganzen Tag, nichts anderes. Ganz genau. Sag mal, du bist richtig ausgebildeter Werbefotograf. Erzähl mal davon, was war das für eine Ausbildung? Wie lange ging die? Was hast du alles gelernt? Also, ich habe alles gelernt und ich war bei den Blue Studios in Hannover, ein riesengroßes Studio. Die machen vorwiegend Produktaufnahmen, ganz viel Repros, Autos, Mode, Imagekampagnen und so weiter. Und dort habe ich eine Ausbildung gemacht, duales System, Berufsschule und Betrieb, 3 Jahre. Und das war eine tolle Zeit, auch die beste Zeit, wie ich finde. Da habe ich ganz viel gelernt. Und das Coole dabei ist halt auch, wenn man so eine Ausbildung macht, dass man halt den ganzen Tag Fragen stellen kann. Ich habe den ganzen Tag gefragt, alle genervt und viel ausprobiert, mit einem tolles Equipment da. Die hatten riesige, keine Ahnung, wie viele Lampen und Generatoren von Brohn und von Brise und das tollste Zeug. Und das war der perfekte Ort für mich, um meine Ausbildung zu machen. Aber wichtig ist halt auch, glaube ich, parallel viel selbst auszuprobieren und parallel zur Ausbildung halt auch viel selbst zu machen. Und ich hatte ganz viele eigene Projekte schon. Ich habe so für Nightlife-Magazine fotografiert. Ich habe parallel zur Ausbildung eine Autorennserie fotografiert für Continental-Reifen. Da bin ich quer durch Europa gereist, habe an den Wochenenden Autorennen fotografiert. Mehr schlecht als recht, aber man hat viel geübt und viel gemacht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das macht. Cool. Und sag mal, und dann bist du danach gleich in die Selbstständigkeit rein oder hast du erstmal noch assistiert irgendwo? Nee, gar nicht. Also wir hatten dort im Studio auch, ja, am Anfang waren es 4 Fotografen, die das zusammen betrieben haben, nachher waren es noch 2. Und ich habe schon parallel halt zur Ausbildung meine ersten eigenen Kunden gehabt. Und direkt nach der Ausbildung hatte ich Audio als Kunden gewonnen. Und habe ich für die relativ viele Sachen gemacht und dann bin ich nach Berlin, hatte dann auch Sony relativ fix und Werbeagenturen habe ich als Kunden gewonnen und die Werbeagenturen wiederum waren so Multiplikatoren, die halt dann viele verschiedene Jobs für einen hatten und dann ging das relativ zügig und ganz fließend, zum Glück. Ja, ich habe gesehen, du hast ein großes Studio, hast für Audi, du machst so unglaublich wie nennt man das, mehrschichtige Aufnahmen irgendwie. Magst du uns da mal ein bisschen was davon zeigen? Ja, gerne. Also soll ich ja schon mal, ich habe eine Präsentation vorbereitet. Ja, hol mal rein. Ja, zeig mal, was du... Okay, ich habe ja hier gelernt, wie ich jetzt Bildschirm teile. Ich hoffe mal, ohne nicht, dass jetzt alles wieder abstürzt. Ja. Sekunde, Bildschirm freigeben, zack. Fangen wir hier mit dem Projekt mal an. So, und zwar, war die Anfrage durch einen Kollegen, der was entwickelt hat. Und zwar hat der nämlich eine Software entwickelt und ein Lichtsystem entwickelt, mit dem man interaktive Fotos generieren kann. Und das läuft halt so, dass man dann eine gewisse Anzahl von Fotos produziert und die werden nachher übereinander gelegt und dann kann man nachher auf einem Tablet oder auf dem Rechner den Finger hin und her bewegen und das ganze Bild selbst steuern und das Licht auch selbst steuern. Und der hat die Anfrage bekommen auf der Grand Basel, das sollte eine Automesse werden, das war eine Automesse, das sollte das Pendant werden zur Art Basel. Dort sollten 116 Autos in 2 Tagen fotografiert werden. Und wie man vielleicht sich vorstellen kann, ist halt gerade Autofotografie schon relativ aufwendig. Und wenn man ein Auto fotografieren möchte, dauert es in der Regel schon 2 Tage. Und das war eine herausfordernde Anfrage. Und er hat mich halt gefragt, wie man das umsetzen kann. Und dann war meine Idee zu sagen, okay, also ist natürlich total krass, so viele Autos in der kurzen Zeit. Wenn, dann muss es so funktionieren, dass man ein Licht hat, das für alle funktioniert und dass man auch möglichst halt Reflexionen vermeidet. Weil sobald sich was in Lack einspiegelt, Stative, Lampen, Kameras und so weiter, ist halt wirklich halt ziemlich schlecht. Und dann haben wir hinterher überlegt, wie man es machen könnte. Und meine Überlegung war die zu sagen, man nimmt eine überdimensionale Klorolle und stülpt die über das Auto quasi drüber und blitzt dann von außen rum durch, sodass sich halt nur dieser weiße Stoff halt einspiegelt. Und dazu haben wir dann einen Testaufbau im Studio gemacht. Das war ein Auto, maßstabsgetreues Modellauto, auch relativ teuer, so eine kleine Kiste.
Und da haben wir dann ausgetestet mit Aufsteckblitzen, wie das denn gut funktioniert. Sieht man meine Maus? Nee, sieht man nicht. Auf jeden Fall waren die Blitze halt außenrum positioniert. Und dann haben wir geguckt, welche Abstände man bräuchte, wie stark das Licht sein muss, der Winkel, Perspektive, bla bla bla. Und haben am Anfang oben auch einen weißen Deckel eingezogen. Aber dann war es alles weiß, weiß, weiß. Es war ein bisschen langweilig. Und dann haben wir uns dazu entschieden, doch oben einen schwarzen Deckel einzuziehen, weil wir dadurch dann halt die Reflexionen besser rausholen konnten an einem Auto und die Form. Und das war so die Idee. Das wurde dann weiter dann konzipiert und geplant. Dann haben wir mal so eine Grafik hier anfertigen lassen, wie wir uns das vorstellen. Wir brauchen eine Rundtraverse, wo die Autos dann halt reinfahren. Die wurden nachher reingeschoben. Und die Lampen hängen halt hier außen dran und die Kameras stehen außen rum herum. Und das war so unsere Idee dazu. Wir dachten auch anfangs, wir müssen es so planen und so bauen, dass man diese Traversen an Seilwinden hochzieht, damit man dann ja, die Autos halt immer danach rein- und rausfahren kann. War dann nicht praktikabel, weil die Deckenhöhe, wir haben das im Keller der Messe Basel machen müssen, die Deckenhöhe war so bei, ich weiß nicht, 5-6 Meter vielleicht. Und da haben wir es dann so gemacht, dass nachher Schlitze drin waren, sieht man auch noch. Hm. Genau, ups, jetzt rennt jetzt alles schon durch. Dieses Zoom ist ja wirklich fantastisch, ne? Oh, ich krieg einen Föhn, ne? Ja. Okay, aber das ist eine, man sieht schon, es ist eine riesige Produktion. Also das war eine große Produktion. Ja. Ja, okay, stopp mal hier die Übertragung. Also das war eine große Produktion. Und ja, man kann, das nervt mich, ne? Das nervt mich so. Ne? Ehrlich, wenn das hier alles geplant ist und läuft die ganze Zeit auf einmal, geht es ja nicht mehr. Also es war eine Riesenproduktion, 116 Autos in 2 Tagen, die wurden nachher dann alle reingeschoben, wir haben diese Aufnahmen produziert, alle waren total begeistert und keiner konnte es glauben, was für fantastische Bilder dabei rauskamen. Und wir haben nachher pro Auto 3 Minuten gebraucht. Also und die Bugattis, die wurden da reingeschoben und Porsche und Maserati und lauter krasse Kisten, die extrem teuer waren. Das günstigste hat, glaube ich, 350.000 gekostet und das teuerste, das ist auch ein Enzo Ferrari. Das hat 26 Millionen gekostet. Hast du für uns mal, damit wir uns vorstellen können, ob sich dieser ganze Aufwand, den wir jetzt hier gerade noch im Schnelldurchlauf gesehen haben, wie das Endprodukt dann nachher aussah? Ja, im Optimalfall kann ich meinen Bildschirm jetzt wieder erteilen. Ja. Also wir gucken mal, ob das jetzt hier funktioniert. So, das ist schon mal die falsche Seite. Ja, das ist deine Webseite. Kann auch allen mal auch hier bei diesem Talk anregen, mal auf die Webseite zu gehen. Ich habe da gerade schon echt viel rumgespielt bei dir. Und die Webseite heißt grandvisions.de. Das ist deine Seite, deine Produktionsseite, richtig? Genau, richtig. Das war die Produktionsseite, die muss ich ja leider jetzt so mal machen hier, weil das hier alles nicht so läuft, wie ich gerne möchte. Ja. Und genau, da ist halt meine Seite für Content-Produktion, so wie es im Schwerpunkt das bezeichnet, was ich mache oder meine Firma halt auch macht. Wir produzieren Fotos und Videos in erster Linie für Unternehmen und für Agenturen. Und jetzt habe ich hier mal das Ergebnis, genau, das kann man sich selber auch anschauen, wenn man möchte. Und da kann man als Betrachter jetzt dann mit der Maus übers Bild rübergehen und sich das Bild angucken. Könnt ihr es jetzt gerade sehen eigentlich oder nicht? Nee, dein Bildschirm ist eingefroren gerade. Man sieht im Moment nur die Oberfläche deiner Seite. Aber für alle da draußen, grandvisions.de und dort, wenn ihr da runterfahrt, seht ihr den blauen, was ist das, ein Lambo? Das ist ein Bugatti, Chiron, 1500 PS, ein Einzelstück, also was ganz Besonderes. Und da kann man mit der Maus über das Foto drüber fahren. Ich meine, ich kann auch mal probieren, ob ich euch das mal zeigen kann. Dann müsste ich einmal mal meinen Bildschirm freigeben. Sag ja, Bildschirm freigeben. Zack. Und so, seht ihr das jetzt? Ja, also ich sehe es auf jeden Fall. Sehr gut, die anderen auch. So sieht das Ergebnis aus. Aber hilf mir mal bitte, Martin, wie ist das technisch jetzt umgesetzt? Diese interaktiven Fotos, ist das eine GIF oder? Nee, kann ja nicht sein. Nee, das ist so eine eigenprogrammierte JavaScript-Anwendung. Ja. Und das ist auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal und Geheimding. Ich würde jetzt nicht so rausposaunen, ist jetzt kein riesen kompliziertes Ding, aber ja, das können eigentlich nur wir. Super. Also das ist echt schon echt cool. Ja. Ich habe irgendwo bei dir auch noch so ein Model gesehen mit so ein bisschen Lametta. Nee, hätte ich fast gesagt, Lametta. Nee, habe ich schon wieder zugemacht. Schade. Aber du weißt, was ich meine. Du hast mir vorhin noch so eine Seite geschickt, wo so ein Mädel Konfetti gepustet hat oder so. Ach so, ja, genau. Das ist, wenn du hier auf Leistung gehst, nach oben,
Ja. Ganz oben ins Menü, dann auf Leistung und dort ein bisschen runter scrollst und dann kommt da nochmal aufs Auto drauf, gehst. Ein bisschen höher, Ja, aufs Auto. Ja. Genau, und dann nochmal aufs Auto drauf und dann rechts. Ah, genau. Genau. Das fand ich halt auch, das ist quasi wie der Bullet-Effekt bei ganz genau. Aber das mache ich auch mit einem Partner, muss ich auch fairerweise erwähnen. Das ist der Martin Hoppe. Der hat halt ein großes Kamerarig und mit dem mache ich partnerschaftliche solche Produktionen. Und das ist im Prinzip der Matrix-Effekt, den es damals schon gab. Da sind dann im Halbkreis eine Vielzahl von Kameras aufgestellt. In dem Fall sind es, glaube ich, 48 Kameras, die alle zur selben Zeit halt auslösen. Und dann kann man wiederum in der Software dann, die der Martin auch geschrieben hat, glaube ich, dann das Bild sich bewegen und von allen Seiten anschauen. Das sind im Prinzip zwei ähnliche Effekte. Bei dem einen, bei dem rechten jetzt, da ist es so, wir haben eine Vielzahl von Kameras, die außenrum sind und die gleichzeitig auslösen. Und bei der anderen Geschichte mit dem Auto, da ist es halt so, dass wir dann eine Vielzahl von Blitzen außenrum haben, viele Einzelaufnahmen, die nachher übereinander liegen und die man dann quasi ein- und ausschaltet und dadurch dann das Licht wandern lassen kann. Kann man natürlich auch noch anders machen. Man kann das auch kleinteiliger machen, dass man das noch viel dunkler hat zum Beispiel und so langsam dann ein Objekt erkennen kann und entdecken kann und so. Also eigentlich eine ganz coole Spielerei. Bei mir kommt hier nur Hackstöcker. Ich höre nicht. Das gibt's ja nicht. Ja, jetzt habe ich was. Das ist nur, weil ihr hier als Globetrotter in allen Hotels der Welt unterwegs seid. Daran liegt es wahrscheinlich. Das tut mir leid. Kein Problem. Jetzt höre ich dich. Jetzt, ich habe auch nichts verstanden vorher. Hilf mir mal ein bisschen bei den Anwendungen. Ich meine, so als was kann man da noch machen, außer Licht und das, was wir eben gesehen haben? Was für Kunden sind das, die dich dann da buchen? Das ist ganz unterschiedlich. Hörst du mich jetzt gerade? Bei mir steht drin stumm schalten. Aber ihr hört mich. Okay, super. Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist eigentlich mehr so ein Image-Ding. Ne? Also dass man das für Produkte, ein Produkt als Produktaufnahme so darzustellen, ist nicht unbedingt die Regel, denke ich. Das ist mehr was, so ein Wow-Effekt erzeugt, wo man halt dann Kunden auf den ersten Blick erstmal gleich catcht, dem ein bisschen Spielerei an die Hand gibt. Dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich habe jetzt auch eine coole Anfrage. Das ist, die stellen Spiegel her. Und diese Spiegel wiederum, die haben innen drin eine Stoffbeschichtung und dahinter LEDs. Und dann kann man auf den Knopf drücken und dann hat die Spiegelfläche ein Muster drin. Und ja, ich glaube, für den Otto Normalmenschen nicht richtig nützlich, aber die nutzen das oder verkaufen das an Hotels und an große Möbelhäuser, glaube ich, in erster Linie, weil man auch Logos dann einblenden kann und so weiter. Und da ist es jetzt gerade so, dass man, wenn man auf den Spiegel draufschaut, aus jedem Blickwinkel, der anders aussieht. Und das kannst du im Foto ja gar nicht darstellen. Im Foto kannst du immer nur ein Foto machen, jetzt kannst du die eine Perspektive zeigen. Aber mit dieser Methode können wir halt natürlich eine Kamerafahrt machen mit ganz vielen Einzelaufnahmen, klack, 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 klack. Und können dann interaktives Foto machen oder daraus auch ein Video generieren und können dann jeden einzelnen Blickwinkel zeigen. Und das ist halt eine super geile Anwendung. Also ist ja ganz unterschiedlich. Super. Du hast ein Studio in Berlin. Was sind so deine Kunden? Erzähl mir ein bisschen, ich möchte mal ein bisschen von dir wissen, was du so den ganzen Tag treibst. Ja, also ich habe ganz viele unterschiedliche Kunden, viele Agenturkunden und auch Unternehmenskunden, also nur Unternehmenskunden, Agenturkunden. Ich habe keine Privatkunden, also ich mache jetzt nicht die Omi mit dem Enkel auf dem Schoß. Mache im Schwerpunkt, kann man es Werbefotografie nennen wahrscheinlich. Also ich habe früher ganz viele Produktaufnahmen gemacht, ich hatte Freistellerpuppen, wir haben tausende Freisteller fotografiert, an Puppen mit so herausnehmbaren Halsteilen und Bauchteilen und so. Das haben wir sehr viel gemacht. Das wurde alles ein bisschen weniger, weil es dann natürlich auch andere Mitbewerber gibt, die das in viel größeren Stil noch machen. Die haben dann riesige Hallen und dann 20 Puppen und Fotografen und Leute. Ich fotografiere sehr viel, wie gesagt, für Agenturen. Ich mache dann Werbeaufnahmen, Imagekampagnen. Also für Michael Halske habe ich ganz viel gemacht, ganz viele Modesachen habe ich fotografiert, Autos für Audi. Also ganz unterschiedlich, immer viel mehr Videoproduktion halt auch. Das kam im Laufe der Jahre dazu. Das sind dann auch Imagefilme für Unternehmen, das sind auch Eventdokumentationen, die ein bisschen cool aussehen sollen. Also es ist ganz, ganz vielfältig. Haben diese Mischung aus Foto und Video, glaubst du denn, weil ich das immer öfter jetzt sehe, dass immer mehr Fotografen auch Video anbieten, meinst du, das ist 2020 mittlerweile ein Must-Have, dass man beides anbietet oder machst du das einfach, weil du Bock drauf hast, Content zu kreieren?
Wie ist es bei dir? Also ich denke, also ein bisschen zweischneidig. Ich glaube, es ist cool, wenn man als Fotograf eine Nische hat und diese eine Nische bedient und da drin der absolute Beste ist, dann ist es, glaube ich, auch ziemlich cool und erstrebenswert. Aber das klappt für die wenigsten. Und deswegen glaube ich schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich breit aufstellt und auch in jedem Fall das Video mit anbietet. Weil ganz oft ist es so, dass halt Kunden anfragen für Fotoproduktion und dann gleichzeitig sagen, ach, kannst du auch ein Video mitmachen? Oder halt auch gezielt nur Videos anfragen. Also ich muss wirklich sagen, in den letzten Jahren hat die Videoproduktion mindestens 50% meiner Umsätze daraus gemacht. Und anfangs war es halt auch so, dass ich selber gar keine Expertise hatte da drin. Ich war ja Fotograf und ich will auch nur das anbieten, was ich wirklich gut kann. Und deswegen habe ich am Anfang mir dann immer dann externe Dienstleister zugesucht oder befreundete Filmleute, mit denen ich dann zusammen solche Projekte gemacht habe. Und dann bin ich selber auch ein bisschen reingewachsen in die ganze Materie. Und im Laufe der Zeit produzieren wir das auch alles dann selbst hier in-house. Okay, cool. Das heißt, du hast es so letztlich Learning by Doing dir selbst beigebracht. Die Videogeschichte, ja. Mhm, genau. Ist ja im Prinzip auch sehr, sehr verwandt mit dem Fotografieren. Ne? Also ich meine, letzten Endes geht es darum, dass man, wenn man jetzt ein Interview filmt zum Beispiel, also wie jetzt hier, wie jetzt mein Setup. Gut, ist ein bisschen aufwendiger, weil ich jetzt gerade einen Slider laufen habe, der das noch ein bisschen bewegt. Ich habe mich schon gewundert, das ist echt abgefahren. Ja, ja. Genau, das ist ein bisschen spezieller, aber auch selbst wenn es jetzt nicht so wäre, wenn es einfach nur statisch stehen würde, ist ja im Prinzip das Gleiche wie ein Porträtfoto. Ich muss das Licht dazu aufbauen und die Kamera darauf einstellen. Gut, der Ton kommt noch dazu. Das war's eigentlich. Also es ist kein großes Hexenwerk und man muss auch keine Angst davor haben. Und das Geile ist halt auch tatsächlich, das mit der Sony zu machen. Oder hat man ein Kamerasystem für alles. Ich hatte früher natürlich auch andere Kamerahersteller, mit denen ich fotografiert habe. Und zum Film hatte ich wieder andere Kameras. Und dann brauchst du doppeltes Equipment, verschiedene Akkus und Ladegeräte und Objektive und tralala. Und heute kann ich es mit einer Kamera alles machen. Also das ist halt für mich der große Vorteil. Ja, mittlerweile ganz ehrlich, vieles kannst du auch mit dem iPhone machen. Ne? Also die klar. Also, logisch. Ich habe gesehen, man sieht den Unterschied, ne? Wenn man nicht mehr da wieder angucke. Also das ist ja immer, ich finde immer, dass der große Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur auch vor allem darin liegt, dass ein Profi nicht nur in Situationen, die er kontrollieren kann, arbeiten kann, sondern auch in Situationen, die dich kontrollieren. Ne? Also wenn du gutes Licht hast, dann kannst du eigentlich mit jeder Kamera arbeiten und mit jedem iPhone, mit jedem Smartphone irgendwie. Aber in dem Moment, du musst halt auch gucken, dass du die Situation kontrollieren kannst, aber auch reagieren kannst, wenn die Situation dich einfach mal kontrolliert. Und das ist, glaube ich, in den meisten Fällen dann auch so der Fall. Ne? Ja, genau. Und das ist auch die Herausforderung, die es halt dann auch beim Kunden zu bestehen gilt. Ne? Also ist ja auch oftmals so, dass man irgendwo dann reingeschubst wird und am Anfang heißt es, ja, es wird nachher so und so sein. Wenn man da ist, ist alles komplett anders. Und da muss man sich darauf einstellen und gucken, wie man damit der Situation umgeht und dann die richtige Lösung finden und noch alle happy machen. Ne? Ich hatte das jetzt, wo du ein Shooting, da heißt es ja neutral vor weißer Wand und so und dann kurz vorher hieß es dann, wir hätten jetzt doch gerne irgendwie eine Holzvertäfelung. Okay, ja, herzlichen Glückwunsch. Das sind die Momente, wo ich denke, okay, wie mache ich das jetzt? Ja, kriegst du aber auch, selbst in der Post mittlerweile kann man sowas gut austauschen. Da musst du dann halt wieder von der Lichtsetzung vorher nachdenken und so. Du hast auf deiner, du hast eine spannende Idee entwickelt für ein Videoformat, die ich sehr, sehr, sehr attraktiv finde. Und zwar angelehnt an eine andere Sendung, die es irgendwo im Fernsehen gab, hast du jetzt in diesem Jahr, ich glaube, so ein bisschen den Lockdown genutzt, um auch mal quasi ein eigenes Format zu kreieren. Magst du da mal ein bisschen was von erzählen? Ja, gerne. Also die Idee habe ich schon ganz lange, schon seit einigen Jahren habe ich die Idee in der Schublade, aber ich kam nie dazu, das umzusetzen und es war auch immer, schien mir ein bisschen zu aufwendig zu sein, eigentlich das zu realisieren. Aber die Grundidee war die zu sagen, okay, man nimmt zwei Fotografen, die sich auch nicht kennen unter Umständen und die dann, die werden dann zusammen hingesetzt an einen netten Tisch und die lernen sich kennen und stellen sich Fragen und unterhalten sich. Und lernen sich halt kennen. Und im Laufe der Unterhaltung oder am Ende der Unterhaltung stellt der eine dem anderen eine Aufgabe und das halt, passiert halt gegenseitig. Und dann kriegen sie eine fotografische Aufgabe, die sie lösen müssen innerhalb einer vorgegebenen Zeit. Und diesen ganzen Prozess von der Aufgabenstellung, Ideenfindung, Organisation des Shootings, Equipmentplanung, Teamplanung und so weiter begleite ich komplett. Das Shooting selber auch. Und am Ende dann zeigt man das fertige Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Und das ist so die Grundidee. Und dann haben wir eine Sendung produziert. Anfang
diesen Jahres, ja, oder Ende dem Dezember, am Anfang letzten Jahres zu drehen, schon mehrere Drehtage und unendlich viele Schnitttage. Wir hatten drei Kameras, meistens drei Kameras, manchmal sogar vier Kameras mit eigenen Tonspuren und das habe ich mir doch nicht ganz so aufwendig vorgestellt, muss ich im Nachhinein auch gestehen. Aber es hat geklappt und ja, daraus haben wir eine Sendung produziert. Wir nennen es Making of, die Fotografen-Challenge. Genau, das soll jetzt kein reiner Tutorial-Kanal sein, davon gibt es ganz, ganz viele. Das machen andere auch wahrscheinlich besser. Ich will einfach nur zeigen, wie echte Fotografen arbeiten. Und ja, das sind auch jetzt nicht unbedingt die Star-Fotografen, die man eh schon kennt, sondern ja, gute Fotografen, die halt tagtäglich ja, im Job sind und wie das eigentlich wirklich funktioniert. Wenn die eine Anfrage kriegen, wie gehen die damit um? Wenn ja, der eine hat die Aufgabe bekommen, ein Großtier zu fotografieren. Ein Großtier vor Studiohintergrund. Mhm. Und können Sie jetzt mal überlegen, was nimmt man da für ein Tier? Ne? Also dann hat auch angefragt am Zoo, ob man da irgendwie Kamel oder Nashorn oder so nehmen könnte und so. Ging alles nicht, der Zoo hat sich quergestellt, wollte auch Geld dafür haben. Klar, das ist also eine No-Budget-Geschichte. Und dann hat er dann eine Kuh fotografiert in einem geilen Kuhstall. Und alleine diese ganze Nummer, diese Kuh zu fotografieren mit dem Studio-Hintergrund, das war eine totale Aktion. Und das hat er aber super gelöst, kamen richtig geile Bilder dabei raus. Und das sieht man dann in der Sendung, genau. Du, das ist abgefahren. Also ich kenne übrigens eine Fotografin, die fotografiert Zuchtbullen. Und zwar macht sie das auf der ganzen Welt. Das ist das. Es gibt wirklich Fotografen, die sich in diesem Feld, also die wirklich die Meister sind. Dieses Hinstellen eines Zuchtbullen und den dann aus einem bestimmten Winkel zu fotografieren, dass du die volle Pracht siehst, das ist auch nicht einfach. Nee. Da musst du dich echt mit den Viechern auch gut auskennen. Das ist schon nicht ohne. Ne? Das ist nicht einfach so, ich fotografiere jetzt eine Kuh oder so. Da gibt auch ein geiles Buch jetzt. Ne? Das heißt, eine Hommage an die Kuh. Vom T-Neues Verlag. Doch, vom T-Neues Verlag. Gut, mal einmal Werbung jetzt. Die haben so ein fettes Buch rausgebracht. Richtig, richtig geile Fotos. Eine Hommage an die Kuh. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Irgendein Fotograf, was losgezogen hat. Weltweit Kühe fotografiert. In Indien, Afrika, in Deutschland. Total geile Bilder. Richtig geil. Sag mal, Martin, hier kommen parallel schon die ersten Fragen rein. Der Walter fragt, mit welcher Kamera und mit welchem Objektiv arbeitest du eigentlich? Ich habe mehrere Kameras, aber wenn ich fotografiere, nehme ich die Sony Alpha 7 R4 und habe verschiedene Objektive dazu natürlich. Und ich nehme für Porträts sehr gerne das 85er 1,4 oder auch das 35er 1,4, das ich noch nicht selbst im eigenen Besitz habe. Das leihe ich mir ab und zu vom Olli aus. Genau, aber 35er oder 85er, das sind so meine Porträtobjektive. Zieh mir mal bitte ein bisschen was zur 7R4. Ich habe sie auch, aber ich höre immer so von ganz vielen Fotografen, die sagen, oh, ich brauche diese Auflösung nicht, um Himmels Willen. Warum nutzt du diese hohe Auflösung oder warum gerade die R4 und nicht die A7 Mark III zum Beispiel? Ja, also ich brauche die Auflösung auch nicht immer. Also man muss auch wirklich realistisch bleiben. Die 61 Megapixel braucht man ganz, ganz selten. Aber wenn man halt Produktion hat, Werbeproduktion für Plakatkampagnen zum Beispiel, dann geht es halt in den Druck. Und sobald was gedruckt wird, da sind viele Pixel einfach wichtig. Und deswegen habe ich die Kamera in den meisten Fällen, aber tatsächlich brauche ich die ganzen Pixel nicht. Ist mal schön reinzukroppen unter Umständen. Das, da haben wir tierische Möglichkeiten. Wir haben eine riesen lange Pixelkante. Ich glaube 8000 oder 9000 Pixel an der langen Kante kann gleich hier Olli selber besser erklären wahrscheinlich. Und das bietet einem total die Möglichkeit, nochmal ganz tief reinzugehen ins Bild. Ne? Und halt auch die Sensorqualität ist einfach überragend, wie ich finde. Also es ist extrem scharfe Bilder produziert man dort mit einem Augenautofokus. Es ist einfach ja, fantastisches Arbeiten. Ja, super. Ja, also ich würde noch den Dynamikumfang hinzufügen. Also das ist auch wie ich das Ding nutze. Weil du hast manchmal echt, also zumindest in meinem Fall, Lichtsituationen, die du nicht die du nicht kontrollieren kannst und wo du einfach wirklich so jede Blende brauchst, die du reinziehen kannst. Wir wollen mal so ein bisschen jetzt rein in die Technik gehen. Gibt es irgendein Tool, was du an der Sony besonders magst oder irgendwas, wo du sagst, ja, das nutze ich sehr oft oder gerne oder das habe ich woanders vermisst oder da werde ich immer wieder nachgefragt. Also bei mir ist es da ganz oft, dass mich Fotografen Dinge fragen, wo ich denke, ja, ist doch klar, das ist so und so. Deswegen stelle ich manchmal so auch Fragen, die ich selber mir auch beantworten kann, aber ich kriege dann manchmal so komische E-Mails, wo mir Leute sagen, ja, frag das doch nicht, das weiß doch jeder, aber offenbar nicht. Gibt es irgendeine Funktion, wo du sagst, ja, die ist irgendwie ganz cool? Und
Also die Sony hatte eine Unzahl an Funktionen. Das Menü ist auch am Anfang leicht überfordernd, aber wenn man da mal drin ist, verstanden hat, ist es echt unglaublich, was die Kamera alles kann. Und eine Funktion, die finde ich besonders interessant, das ist der Memory Recall. Das heißt, ich kann den Speicher, also ich kann meine Einstellungen, die ich gemacht habe, Blende, Zeit, Farbprofil, Fokusfunktion, alles, was ich so nutze, kann ich abspeichern auf eine Karte, SD-Karte, und in eine andere Kamera reinstecken und dann das dort importieren und kann das gleiche Kamera-Setup, was ich vorher hatte, auf der nächsten Kamera nutzen. Und das ist super praktisch, wenn ich zum Beispiel mit mehreren Kameras filme und ich die alle gleich einstellen muss, Weißabgleich, Blendezeit, tralala, dann habe ich es auf allen Kameras gleich identisch. Und das ist eine super... Gerade in dem Fall, wo das, was du erzählt hast, wo du mit so ganz vielen Kameras arbeitest, wirst du ja wahnsinnig, wenn du da... wenn du da jede Kamera gleich stellen. Logisch, wenn du bei der einen dann irgendwie einen anderen Weißabgleich drin hast und bei der anderen hast du dann vielleicht noch, was ich, den Fokus falsch gesetzt oder so, dann ist es dann echt nervig. Ne? Also man hat dann viele mögliche Fehlerquellen in so einer Produktion, das kann man damit quasi eliminieren. Also das ist super cool. Ich kenne auch die wenigsten, Memory Recall unbedingt ausprobieren. Ich glaube sogar, der Sergej, wenn er noch bei uns ist, hatte da, ja, ist er. Sergej, du hattest für alle Interessierten da noch so ein kleines Video vorbereitet. Ja, als ob ich es geahnt hätte, dachte ich mir schon, dass der Martin diese Funktion gerne nutzt. Deswegen habe ich da auch ein bisschen was vorbereitet. Das zeige ich euch mal gleich. Als Beispiel habe ich jetzt eben eine typische Situation genommen. Man ist irgendwie draußen, fotografiert wild, wie man will. Und dann ist man zum Beispiel wie der Martin, man geht ins Studio. Man hat, sage ich mal, eine feste Kombination, Blende 8, 2/50 und ISO 100. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz, wie man das einstellt. Also ihr seht, die Kamera ist jetzt beliebig verstellt. Jetzt stellt man den Wert auf Blende 8. Die Zeit geht runter. Man hat ja auch eben diese Live-Bild-Vorschau. Also sprich, man würde jetzt im Studio auch nichts sehen beim Einstelllicht. Deswegen geht man ins Menü und deaktiviert jetzt zum Beispiel eben diese Funktion, dass man quasi einen neutralen Sucherblick hat, egal welche Einstellungen gewählt sind, wie man das jetzt hier sieht. So, was im Studio zum Beispiel auch nicht funktionieren würde, beim Blitzen zumindest, das wäre der elektronische Verschluss. Deswegen den schaltet man hier dann auch aus, damit man auch in Ruhe blitzen kann. Und das Ganze speichert man jetzt eben auf diese Memory Recall Funktion ab. Die befindet sich ziemlich am Anfang vom Menü. Man kann eben drei verschiedene abspeichern, auf die Karte auch noch, wie der Martin meinte, das übertragen, auf andere Kameras dann schieben und dann ist das Ganze auch schon registriert. So, und wenn man jetzt eben das hier anschaut, nochmal kurz visuell dargestellt, man verstellt jetzt irgendwas wild herum und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, ich drehe das weiter an der 7C an der 9, einfach das Rädchen auf 1, dann fragt er mich quasi diesen Abruf und dann stellt er das wieder automatisch um. Ja, so einfach, wie man sich's vorstellt. Genauso geht's, ne? Genau. Also, vielen Dank, lieber Sergej, dass du uns gezeigt hast. Martin, hier kommen ein paar Fragen, die ich auch gerne mal von dir beantwortet möchte. Ich bin ein bisschen irritiert, weil es doch Anfängerfragen sind und das hier ein Pro... Immer raus damit. Ja, also ich... Ja, klar. Ich finde das ganz kurz, ich finde das total wichtig zu fragen. Wenn man irgendwas nicht weiß, soll man fragen. Sonst wird man es nie erfahren. Auch damals, als ich in der Berufsschule war, ich habe den ganzen Tag Fragen gestellt. Und also auch, man musste auch Mathe machen, Fachmathematik zum Beispiel. Also überhaupt nicht mein Ding. Ich habe nur gefragt. Also Fragen, gerne. Genau, finde ich super. Also der Tom fragt, danke für den Stream. Frage an Martin, ich möchte mit Porträtfotografie anfangen. Da ich noch keine Erfahrung damit habe, wollte ich die ersten paar Projekte ohne Geld natürlich machen. Ab welchem Punkt sollte man deiner Meinung nach anfangen, doch dafür etwas zu verlangen? Er sagt selber, finanziell ist er jetzt nicht von den Projekten abhängig, aber er würde sich schon mal freuen, wenn du da eine Einschätzung... Also ab welchem Punkt nimmt man denn Geld für Porträtfotografie? Cool. Einsteigen. Ja, das ist eine interessante Frage eigentlich. Also ich denke, also sobald jemand anderes davon tatsächlich einen monetären Vorteil hat, sobald du ein Porträt machst, zum Beispiel von einem Bekannten, der einen Getränkemarkt hat und der will ein Foto haben für seine Website, das ist der Punkt, an dem du Geld nehmen solltest, weil der damit auch Geld verdient. Und dann wäre es auch noch schön, wenn du es versteuerst, damit du dann auch ungefähr mit allen anderen Fotografen, die tatsächlich auch damit ihr Geld verdienen, ungefähr gleich auf Augenhöhe bist und nicht den Markt kaputt machst, weil das passiert nämlich auch, wenn ganz viele Fotografen einfach so losziehen und für, weiß ich nicht, 25 Euro ein Porträt fotografieren, dann ist es für die ganze Zunft kein Geschenk und davon würde ich gerne abraten. Aber natürlich solltest du viel fotografieren, deine Freundin und Freunde und Bekannten und Familie. Ich werde auch öfter mal gefragt, oder ungefähr einmal im Jahr, wenn es keine Corona gibt,
von Freunden, ob ich die Hochzeit fotografieren könnte. Das mache ich immer gerne. Ich nehme dafür aber nie Geld bei Freunden. Mhm. Aber das würde ich so empfehlen. Also sobald jemand damit Geld verdient, dann musst du damit auch Geld verdienen. Und ansonsten würde ich dir empfehlen, ganz viel auszuprobieren, viel fotografieren. Und am Anfang würde ich auch empfehlen, einfach mit Tageslicht zu arbeiten, vielleicht mit einer Aufhellpappe, um erstmal die Kamera zu verstehen. Und die drei Parameter, Blende, Zeit, ISO-Wert, dazu gibt es zigtausend Tutorials online, die musst du dir einmal reinziehen und nach einer halben Stunde hast du es kapiert. Und wenn du das kapiert hast, Blende, Zeit, ISO-Wert, dann kannst du auch anfangen zu fotografieren. Sehr gut. Aber der Hinweis darauf, dass du dann Geld nehmen solltest, wenn der andere einen finanziellen Vorteil davon hat, ich glaube, das ist, glaube ich, eine am schnellsten zu merkenden Regeln. Und das sehe ich im Grunde auch so. Zwei genau. Und auch noch nicht zu billig machen. Macht es nicht zu billig. Also es gibt immer einen, der es noch billiger macht. Den gibt es nämlich auch. Und das auch, dann macht es immer gar nicht. Ja, es muss immer ein guter Preis sein. So, bitte. Ja, siehst du denn, wenn ich da gerade mal mit rein grätschen darf, Potenzial noch im Markt? Also ich sehe das immer wieder und ich höre das immer wieder, dass es so, dass der Markt überschwemmt ist von jeder Menge Fotografen und gesättigt. Siehst du denn überhaupt noch eine Chance für junge Fotografen, da im Markt reinzukommen? Also es ist sicherlich nicht einfach, denke ich auch. Aber wenn man gute Sachen macht, dann kommt man auch voran. Also sobald was gut ist und es eine Qualität hat, dann wird es auch Bestand haben, denke ich. Aber man muss am Ball bleiben, man muss Leute kennenlernen, viele Freischootings machen, viel unterwegs sein, auf Partys gehen, Visitenkarten verteilen oder halt einen Instagram-Account teilen, was weiß ich. Da muss man sehr aktiv sein, dann kann das schon funktionieren, aber es ist auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, glaube ich. Ich glaube auch mittlerweile, Netzwerken ist fast noch wichtiger als das klassische Fotografiehandwerk. Würdest du denn sagen, dass es wichtig ist, eine Ausbildung zu machen oder reicht ein Praktikum oder viele Praktika? Was denkst du? Also es kommt darauf an, es gibt natürlich viele Fotografen, die auch autodidaktisch super gut sind, also die echt fantastische Fotos machen, aber grundsätzlich würde ich immer eine Ausbildung empfehlen oder ein Studium, wobei ich, glaube ich, die Ausbildung bevorzugen würde. Kommt natürlich auf den Betrieb an, aber bei einer Ausbildung hast du die Möglichkeit, immer den Ausbilder zu fragen, kannst zugucken, wie setzt er das Licht, wann macht er welche Lampe wohin, wann nutzt er welche Kamera, welches Objektiv und warum. Und man kann auch dann in dem Studio, wenn es ein ordentliches ist, auch dann selber nach Feierabend rumprobieren und rumtesten und hat alles an Equipment zur Hand, was man sonst nicht hat. Und das würde ich halt an der Stelle schon eher empfehlen. Studium kann man auch machen, allerdings ist dann sind die oft sehr künstlerisch angehaucht oder sehr auf analog getrimmt und so, was ja auch alles schön und gut ist, aber letzten Endes ist analog total rückwärtsgewandt. Also man kann es mal gehört haben, mal 3 Wochen Analogkurs, von mir aus gerne, aber dann muss es vorwärtsgerichtet sein mit digitaler Fotografie, mit der arbeiten alle Profis. Und deswegen, also ich habe sogar einen Faden verloren, aber ich sag ja. Ja, zwei Fragen hier, die habe ich dazu, ob du Praktika bei dir im Studio anbietest. Ist das möglich so für einen Monat oder zwei oder so? Ja, habe ich ganz oft schon gemacht. Also 1 Monat und 2 ist eigentlich zu kurz. Wenn Minimum sind 3 Monate, die interessant sind. Und so ein paar Vorkenntnisse sind auch nicht schlecht. Also ich habe früher auch viele Schulpraktikanten da gehabt und das ist halt auch, ich mache das auch, weil ich ein großes Herz habe, aber das bringt mir halt oft nichts und denen meistens auch nichts. Also wenn man Produktion hat, dann können die irgendwie nicht viel machen oder es gibt natürlich auch viele Phasen, wo im Studio auch einfach stupide irgendwelche Sachen abgearbeitet werden oder im Archiv wird irgendwas hinterhergeräumt oder es werden Sachen ausgetestet. Es sind auch nicht jeden Tag Jobs, die anstehen. Von daher, ja, also man kann das schon machen, gerne bewerben, per E-Mail schreiben, aber mindestens 3 Monate vorher macht für beide Seiten wenig Sinn. Das meine ich vorhin, als du den Einspieler gebracht hast. Man sieht das immer so in den Clips. Ja, ja. Und denkt, boah, guck mal hier, die sind den ganzen Tag am See und springen ins Wasser. Und dann sehen die großen Produktionen auf der Landebahn vom Flughafen und so. Aber der Alltag, müssen wir nochmal beide zugeben, der Alltag ist 80% Jobs, die eigentlich nicht am See sind. Also am See hatte ich so ganz wenige Jobs. Ich hatte schon mal auch am Meer und so, aber ja, das ist die Ausnahme, klar. Das ist die Ausnahme, deswegen packt man sich auch in so ein Video und zeigt es den Leuten. Ist nicht die Regel, ist vollkommen klar. Und auch gerade in diesem Jahr müssen wir nichts vormachen. Das Jahr war sehr ruhig, auch ein bisschen zu ruhig. Also es ist so, dass wir noch alle irgendwie gerade über die Runden kommen, aber langsam kann diese ganze Gesundheitsgeschichte gerne ein Ende nehmen und es wird alle wieder richtig Gas nach vorne geben.
Ja, wollte ich gerade fragen, wie siehst du denn für dich jetzt in den kommenden Winter? Gibt es da was, glaubst du, dass es so mit diesen großen Werbeproduktionen einfach so weitergehen kann? Ich meine, da hängen ja auch immer eine Menge Leute aufeinander in so einer, bei so einer Produktion. Also ich kenne es selber noch aus der Modefotografie, dass da immer schon so 10, 15, 20 Leute zusammengearbeitet haben. Wie siehst du das in Zukunft? Wird sich da also was ändern? Ja, also ich glaube schon, also wenn man die Hygieneregeln einhält, Abstand, Desinfektion, Mundschutz und so weiter, das sollte man auf jeden Fall machen, das halte ich für wichtig, dann kann das schon funktionieren, dass man so eine Produktion macht. Aber die Frage ist halt, wie weit es rechtlich noch erlaubt ist und wie lange noch und wie die Budgets der Unternehmen sind. Also es ist ja auch ganz unterschiedlich gelagert. Also der Einzelhandel hat ja weiterhin genauso Umsätze wie vorher, wenn nicht sogar noch mehr. Also es gibt ja ganz viele Branchen, die auch profitieren, auch Versicherungen zum Beispiel, die profitieren auch davon. Also sie sind ja nicht alle betroffen und deswegen gibt es auch weiterhin Werbekampagnen geben, auch von großen Unternehmen, die auch weiter halt ihre Produkte bewerben wollen oder ihre Dienstleistung. Das wird nicht unbedingt aufhören, wird aber schon auf jeden Fall weniger. Man merkt auch schon, dann so bei Anfragen, ja, wir haben ja Corona, das Budget ist nicht ganz so groß, können wir es trotzdem machen und so. Klar, da muss man dann aufeinander zugehen, miteinander sprechen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, alles, was Events und Messen anbelangt, das kann man wirklich erstmal abhaken. Bis Mitte nächsten Jahres mindestens, würde ich jetzt mal denken. Aber ich bin auch, keine Ahnung, natürlich nicht vom Fach, aber das wäre meine Einschätzung. Und deswegen ist das so was, ja, das hatte ich natürlich auch. Ich habe viele Messevideos auch gemacht und auch für ausländische Unternehmen, die halt hier in Deutschland sind, dann dort den Messestand fotografiert oder halt Politiker, die dann dort auf dem Stand waren oder so. Und das fällt alles weg. Und das habe ich auch dieses Jahr deutlich gemerkt, gar keine Frage. Ja, aber trotzdem schaust du noch mit Zuversicht in die Zukunft. Ich bin positiv, grundsätzlich positiv gestimmt. Klar, muss man gucken, dass man seine Kosten im Griff hält. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn man selbstständig ist, hat man einen Kostenapparat an der Backe irgendwann. Der darf nicht zu groß werden, damit man dann solche Zeiten auch dann überwinden kann. Aber ich bin eigentlich noch ganz entspannt und habe auch Projekte zum Glück. Ich habe auch Kunden noch, die, es ist ein bisschen weniger, aber es ist alles noch ausreichend, könnte immer mehr sein. Aber es könnte auch schlimmer sein. Ja. Du, Martin, lass uns mal die letzte Viertelstunde noch ein bisschen mal in deine Tasche gucken. Ja, ach, Tasche. What's in the back? Ja, genau. Also ich habe jetzt einfach mal hier ein Foto. Warte mal kurz. So, Bildschirmfreigabe. Ich hoffe, das ist nicht wieder abstürzt. Genau. Ja, ich wusste nicht, dass ich tatsächlich die Tasche fotografieren sollte. Aber ich habe mal ein Foto gemacht von dem Zeug, das für mich so eigentlich am wichtigsten ist, wenn ich losgehe und arbeite. Also ich habe natürlich Kameras. Ach, jetzt sieht man die Maus jetzt auch? Ja. Yay. Also das ist hier meine Sony Alpha 7 R4. Das ist meine Hauptkamera, die R2, die natürlich auch einen super tollen Sensor hat. Das sind meine Filmkameras, die 7S2 und die 7-2. Die, muss ich sagen, ist schon ein bisschen älter, die will ich demnächst nochmal ausmustern. Und einen Aufsteckblitz habe ich auch nochmal dabei, wo ich den gar nicht so oft nutze. Welcher ist das? Das sieht aus wie der HVL, ne? Der von Sony, oder? Ja. Also es ist auf jeden Fall der neueste Sony-Blitz. Weiß ich nicht, steht da was mit 60 oder 600 drauf? Ja, 60, HVL 60 ist das. Ja, genau. Das ist ein cooles Teil. Das Geile ist halt dabei auch, wenn man im Hochformat fotografiert, dass man ihn halt dann drehen kann, ne? Ja, genau. Tolles. Super. Genau. Dann ein paar Zoom-Objektive, also 16-35, 70-200, 24-70, also alles natürlich 2,8er Blenden. Das würde ich auch immer empfehlen, wenn man ganz kurz für alle, die Kameras kaufen. Man kriegt oft die Frage, welche Kamera soll ich kaufen? Die Kamera ist oftmals gar nicht das entscheidende Element, sondern das Objektiv. Ja, und ihr könnt euch eine 5.000-Euro-Kamera kaufen, aber dann Objektiv für 50 Euro. Das macht euch nicht besonders happy. Also deswegen würde ich immer empfehlen, mehr Fokus auf die Objektive zu legen, und ein gutes Objektiv beginnt mit einer Blende von 2,8. Genau, mindestens. Ja? Oder halt natürlich 1,4 wäre noch besser natürlich. Genau, das ist so mein Foto-Equipment. Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich gut. Genau, das ist hier mein MacBook. Ist nicht von Sony, aber fast. Genau, Speicherkarten. Das ist hier mein Lieblingsgerät. Das ist mein Puster. Der ist schon ein bisschen ramponiert. Damit puste ich meinen Sensor sauber. Das würde ich auch jedem empfehlen. Dann habe ich ein paar Filter dabei, wenn ich fotografiere. Das sind ND-Filter. Also brauche ich eigentlich auch mehr zum Film, ehrlicherweise. Das hier ist so ein Small Rig Cage, nämlich auch zum Film. Damit kann man die Kamera sehr ruhig halten, auch gerade in Kombination mit dem 5-Achsen-Stabilisator, den Sony hier verbaut hat. Das ist eine super geile Kombination. Das sind zwei super tolle Blitze von Profoto B10 Plus. Die haben extrem schnelle Nachladezeiten. Da kann ich wirklich hier bei 10 Bildern pro Sekunde Dauerfeuer fotografieren und ja, kann jetzt auch mit, habt auch gleichzeitig Dauerlicht mit drin.
Dann habe ich eine Drohne. Ich habe einen Drohnenführerschein. Ich fliege schon seit 2013 Copter, große Oktokopter und verschiedenste Dinger. Mittlerweile habe ich nur noch diese kleine hier. Das ist die DJI Mavic 2 Pro mit einer Hasselblad-Kamera unten dran. Wobei Hasselblad, steht Hasselblad drauf. Auf jeden Fall, das ist ein Hasselblad. Und das ist ein super handliches Teil. Die kannst du in eine ganz kleine Tasche stecken, kannst du überall mit hinnehmen. Natürlich darfst du nur fliegen, wenn es auch rechtlich einwandfrei ist, will ich an der Stelle auch mal sagen. Weil es viele Leute gibt, die einfach unverantwortlich irgendwo wild rumfliegen und so. Das muss man schon mit Bedacht machen. Dann habe ich eine 360-Grad-Kamera, die ich nicht so häufig nutze, eher seltener, muss ich sagen. Aber die ist auch ziemlich cool, nimmt halt 360 Grad auf oder zweimal 180 Grad. Dann habe ich zwei Rode-Mikrofone, hier Funkstrecken und ein Tonaufnahmegerät für Ton und ein Ein-Mann-Stativ, nehme ich auch gerne zum Filmen, weil man damit sehr flexibel ist und auch sehr ruhige Aufnahmen produzieren kann und dann ein ganz schnelles, leichtes Set hat. Und diesen Koffer habe ich mit reingenommen, davon habe ich ganz viele in verschiedenen Farben und Ausfertigungen. Die kann ich auch nur wärmstens empfehlen, weil man da Schaumstoff drin hat und dann sein teures Equipment super gut gepolstert transportieren kann und auch lagern kann. Wasserdicht, weiß nicht, aber auf jeden Fall spritzwassergeschützt und staubdicht. Und das würde ich eben empfehlen, wenn man teures Zeug hat, billige Kiste und teures Zeug rein. Sag mal, du bist jetzt, wie lange bist du selbstständig? Wie lange bist du jetzt schon? Seit 2006. Okay, also doch schon, du hast dich schon eine ganze Weile gehalten. Jetzt im Nachhinein, was würdest du denn Leuten, die jetzt so reinkommen in das Business, erzählen? Was waren so deine größten Fehler oder der größte Fehler? Aber lass uns mal ein bisschen darüber reden, was du heute anders machen würdest. Was würdest du jetzt im Nachhinein anders machen? Also ich habe natürlich auch viele Fehler gemacht sicherlich, aber ich glaube auch, Fehler sind wichtig. Wenn du gar keinen Fehler machst, kannst du auch keine Erkenntnisse daraus ziehen. Also mein größter Fehler, kann ich schwer beantworten tatsächlich. Also anders gesagt, ich bin jetzt total heiß, will mich selbstständig machen. Worauf soll ich mich konzentrieren? Was würdest du sagen? Was sollte mein Fokus sein oder welche? Verstanden. Also das Wichtigste tatsächlich ist ja auch, dass wenn man sich selbstständig macht, dass man halt auch Kunden findet. Also kannst du natürlich nicht sofort selbstständig machen, meldest ein Gewerbe an oder bist Freiberufler, wie auch immer. Das ist schnell gemacht, das sind ein paar Klicks oder ein bisschen Papierkram. Dann bist du selbstständig. Aber dann musst du natürlich Kunden finden und die musst du überzeugen durch ein Portfolio. Weil du kannst, als Fotograf natürlich auch, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, das tollste Zeugnis haben, nur Einsen drauf, wird dir niemand einen Job geben. Es zählen nur die Fotos. Und deswegen ist es wichtig, ein tolles Portfolio zu haben. Wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, entweder ganz spitz auf eine Sache fokussiert, sagst, machst nur Food, aber bist dann der Allergeilste, machst richtig geile Food-Aufnahmen oder eher breiter. Auf jeden Fall muss es immer so sein, dass man es vorzeigen kann und dass jemand dafür Geld ausgeben würde. Und das muss man am Anfang erstmal haben, ein kleines Portfolio, mit dem man dann losziehen kann. Dann kannst du danach, wenn du das Portfolio hast, hast eine schöne Website oder einen Blog oder druckst dir aus, oder belichtest dir aus, hast ein schönes Buch dabei, eine Mappe. Gehst damit los zu Kunden, zu potenziellen Kunden und muss erstmal Klinken putzen. Also man muss Kontakte machen, das ist wichtig. Man muss viele Leute kennenlernen, das würde ich empfehlen. Und auch, was ich auch empfehlen würde, am Anfang die Kosten so gering wie möglich halten, damit man halt auch alles im Griff hat, weil sonst macht sowas auch nicht ganz lange Spaß. Ja. Und das Portfolio, das füllt man dann erstmal mit freien Arbeiten? Ja, würde ich behaupten. Klar, also am Anfang musst du ja frei loslegen. Wenn du eine Ausbildung zum Fotografen machst zum Beispiel, musst du auch für die Berufsschule dann so Aufgaben erledigen. Da gibt es dann Berufsschulaufgaben, irgendwelche Themen, alt und jung oder sowas. Und dann musst du dir dazu Gedanken machen und dir vorstellen, es wäre ein Kunde, der diese Anfrage stellt. Wie kann man es denn kreativ umsetzen? Da geht es halt um Kreativität auch. Und wenn man dann die Idee hat, dann braucht man dazu die Komponenten, wie man es dann gerne machen möchte. Und dann muss man es umsetzen und so. Also ja, ein Foto sieht erstmal so einfach aus auf den ersten Blick, aber oftmals steckt ja doch viel Arbeit dahinter. Mhm. Und das ist auch ein bisschen schade, so in Zeiten von Instagram und Co., dass man ja so inflationär über richtig geile Fotos rüberwischt. Ne? Wenn man da durchgeht, ich sehe so viele geile Fotos, aber ich gucke mir die in der 10. Sekunde an, weil danach das nächste geile Foto kommt. Und also es ist schon so, dass man viel, viel, viel machen muss, viele Kontakte knüpfen, viel fotografieren, viel machen. Der Newton meinte ja mal, die ersten 10.000 Fotos sind die schlechtesten und das stimmt auch. Ja. Also, ja.
Ich bin gerade ein bisschen auf deiner Webseite und scroll die hier so durch. Bei dir ist ja auch ziemlich bunt gemischt. Was ich aber mag, ist, dass durch über alle Jobs eigentlich ein natürlichen Stil erkennbar ist. Ich glaube, das ist auch eins der Dinge, wenn ich so jungen Leuten einen Tipp geben darf, seinen Stil zu finden, möglichst eine Sprache für sich selbst zu finden, weil der Kunde bucht ja am Ende sozusagen dich und dein Auge und möchte sich ja darauf verlassen, dass du das umsetzen kannst, was er im Kopf hat sozusagen. Ne? Ja. Wie lange hat es bei dir gedauert, bevor du deinen eigenen Stil so gefunden hast? Einfach, um den Leuten mal Mut zu machen. Ja, also kann ich auch nicht so richtig sagen. Also man macht ja dann irgendwie seine Sachen und stellt dann irgendwann nach kurzer Zeit auch fest, dass es dann vielleicht nicht so cool war und dann lässt man das am besten und macht was anderes. Also ich glaube, so nach 3, 4, 5 Jahren, da hat man dann so eine Richtung drin, die einem liegt, die man gerne macht, gut kann und die auch einen Wiedererkennungswert dann vielleicht auch haben könnte. Ne? Allerdings geht es mir auch manchmal so, dass wenn ich das Archiv durchgehe und sehe Bilder von vor 5, 6 Jahren, denke ich mir, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Mhm. Das hört auch nicht auf. Aber manchmal ist es auch so, dass man da durchgeht und denkt, wow, was ein geiles Bild eigentlich, was man dann so ein bisschen vergessen hat. Das passiert auch, ja. Ja, was mir manchmal auffällt, ist, dass das gerade viele junge Leute oder viele Leute, die jetzt rein wollen ins Business, immer zeigen, was sie gemacht haben, aber nicht das, was sie machen wollen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so. Aber das hört auch nicht auf und das gehört auch zum Job, glaube ich, dazu. Man kann nicht nur machen, was man will. Also, wenn du das geschafft hast, dann hast du es geschafft. Dann ist geil. Und das ist so das Ziel auch eines jeden Fotografen, glaube ich. Also, mein persönliches Endziel wäre auch zu sagen, okay, ich fotografiere nur noch für Magazine in New York, Los Angeles oder in Kapstadt. Das ist so mein persönliches Endziel, aber da bin ich noch nicht. Ja, und deswegen muss ich auch noch Sachen machen, die ich nicht immer richtig geil finde, aber die halt auch dazugehören. Und meistens macht es auch alles Spaß. Aber man sollte eine Vision haben, wo man irgendwann hin will, glaube ich. Ist auch nicht verkehrt. Du sag mal hier, der Michael, der fragt noch da gibt es noch eine Filmfrage, die wir, glaube ich, wir haben noch ein bisschen Zeit, ruhig beantworten können. Mit welchem Log-Profil filmst du denn am liebsten und mit welchem Schnittprogramm arbeitest du am liebsten? Also wenn ich filme, nehme ich meistens PP7, das ist S-Log 2. Mhm. Auch nur, weil die Alpha 7 R2, die ich habe, mit der ich auch filme, die hat keinen PP3. Deswegen nehme ich immer PP9, sondern PP7, also das S-Log 2. Und dadurch habe ich halt die Möglichkeit, nach einer Bearbeitung nochmal richtig viel rauszuholen an den Farben. Sieht erstmal sehr flach aus, auch wenn jemand drauf guckt beim Dreh, sagt, oh, wie sieht das denn aus? Aber dann muss man immer sagen, okay, das ist nicht fertig, da haben noch Farben drauf und Kontraste und so. Und ich schneide in Premiere und grade in DaVinci. Ich habe es am Anfang auch gemacht, dass ich dann in DaVinci auch geschnitten habe. Kann man auch, aber ich muss wirklich sagen, Premiere ist doch viel, viel schneller und viel intuitiver und viel besser zu handeln im Schnitt. Genau, und danach lasse ich das Projekt raus in DaVinci und dann mache ich die Farben drauf. Aber auch nicht immer. Also manchmal nehme ich auch Premiere, aber meistens DaVinci. Ja, der Marc fragt jetzt hier noch parallel, sind es eigentlich immer so die gleichen Quellen, aus der deine Jobs kommen? Also sind es immer so die gleichen Leute oder Agenturen? Ich weiß ja selber, dass die gerade in den Agenturen ja teilweise die Entscheider von einer Agentur zur anderen hoppen und dich dann meistens die Dienstleister ja mitnehmen. Also das ist ja immer so der, wie soll ich sagen, so wird man eigentlich auch groß, ne? Weil irgendein Art Buyer dich irgendwie durch eine Agentur mitnimmt. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ganz ähnlich. Also es ist so, wenn Agenturen, wenn da die Mitarbeiter wechseln, die Ansprechpartner von der einen Agentur in die nächste, dann bist du mitgenommen unter Umständen, dann bist du dann bei einer anderen Agentur drin. Aber anders ist auch manchmal, wenn dann einer jedes Agentur in eine andere Agentur rüberwechselt, dass man dann nicht mitgenommen wird. Kann auch passieren, dann ist man den Ansprechpartner los. Aber ich habe die meisten Kunden tatsächlich über Empfehlungen bekommen. Also alle großbudgetierten Projekte kommen immer über Empfehlungen. Da googelt eigentlich keiner, weil Leute, die halt große Budgets verantworten, die kennen halt dann auch wiederum Leute, die man fragen kann und dann wird man da in solchen Kreisen auch rumgereicht. Das ist natürlich ein Prozess. Ganz früh habe ich ganz viele Kunden über die Website gewonnen. Das hat ein bisschen abgenommen, weil ich aber auch die Website ein bisschen abgerauscht war in den letzten Jahren. Aber ja, die Frage war nochmal, Kunden. Hast du denn mal mit Repräsentanzen gearbeitet oder hast du immer alleine Mappentermine gemacht und so? Das habe ich auch ganz wenig, das habe ich ja nicht richtig machen müssen, muss ich gestehen. Also ich hatte wirklich das große Glück, als ich nach Berlin gegangen bin, hatte ich einen Bekannten, der hat in einer Werbeagentur gearbeitet und der meinte, hier ist ein Cocktail-Wettbewerb, die machen Cocktails und da müssen auch mal die Cocktails fotografiert werden, ob ich das könnte. Das ist klar. Dann habe ich halt mir ein kleines Studio aufgebaut hinten, habe mir einen weißen Hintergrund mitgebracht, Lichter und habe halt, ich kam ja aus der Produktfotografie, habe halt einen Cocktail fotografiert, wie ich es so machen würde und da war ich völlig aus dem Häuschen,
würde ich nicht erwartet haben. Die sahen auch wirklich gut aus, die Cocktails. Und dann war ich bei denen voll drin und hatte dann ganz viele Projekte für die fotografiert, dann auch Sony als Kunden gewonnen, relativ früh auch schon für die Image-Kampagnen fotografiert. Und dann weiter, ja, dann weiter so drin und wurde dann, habe ich für Soho-Haus fotografiert, das ist ein Hotel hier in Berlin, war da jahrelang Hausfotograf, habe da dann wieder neue Kontakte gemacht, habe dann für Red Bull, für Michalski und so kam ich dann rum. Ich musste mich nie wirklich irgendwo vorstellen. Ich habe das mal einmal gemacht, habe dann Termine gemacht mit Agenturen, mit dahin gefahren, saß dann da runden mit so 10, 20 Leuten, habe dann noch einen Vortrag über meine Sachen gehalten und so. Da kam nie ein einziger Anruf. Also entweder, weiß ich auch nicht, habe ich nicht überzeugen können oder die hatten keinen Bock oder weiß ich auch nicht, aber ja. Aber kalter Krise ist immer schwer. Also das ist in jedem Business, glaube ich, super schwer. Ja. Ich glaube, wichtig ist da, dass man seinen eigenen Wert kennt, glaube ich, ne? Dass man weiß, was man kann und was man kostet. Bist du denn jetzt noch in der Situation, dass du outbound gehen musst, also dass du dich vorstellst, oder ist die Anfragesituation bei dir so komfortabel, dass du sagst, ja, eigentlich kommen genug Anrufe rein und ich nehme mir das raus, was ich brauche? Nee, also ich mache auch schon ein bisschen Akquise in Anführungsstrichen. Also ich strecke mal ein Newsletter raus, meine Kunden, um die wieder so ein bisschen bei Laune zu halten und zu zeigen, okay, ich bin noch da, ich mache noch Sachen, mich gibt's. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man immer wieder im Gespräch bleibt und nochmal wieder anruft bei Partnern von Agenturen und sagt, Mensch, wie geht's denn dir, was ist los bei euch und so. Und dass man halt mit den Leuten in Kontakt bleibt. Ne? Das ist ganz wichtig. Und als Fotograf muss man ja eh kommunikativ sein. Wenn du nur ruhig bist und zurückgezogen, okay, kannst du natürlich auch erfolgreich sein sicherlich, aber nicht so einfach. Ich würde jetzt ganz gerne mal wieder, ich habe ja mein Studio hier ein bisschen, also in Berlin natürlich, aber in einer ein bisschen ruhigeren Ecke und ich komme immer noch hierher und bin hier im Studio und habe wenig Kontakt aktuell zu neuen Leuten. Und deswegen bin ich jetzt immer überlegen, ob ich mir so einen Coworking-Arbeitsplatz noch dazu miete, in Mitte irgendwo, wo ich halt viele Leute habe, wo Startups sind, dass man wieder Kontakte macht und mit den Leuten quatscht und ein bisschen mal frischen Wind reinkriegt. Aktuell ist, also Neukundenanfrage ist relativ dünn in dieser Zeit, wie vorhin schon erwähnt. Aber ein paar Sachen kommen halt auch noch nach wie vor. Habe ich aber auch schon gehört, dass diese Working Places da eine unglaubliche Schnittstelle auch sind. Also wo man gerade bei so jungen Webdesignern oder so, die schnell mal ein Foto brauchen oder schnell mal ein Unternehmen fotografiert haben wollen oder so, da geht echt einiges. Ich glaube, darf man nicht unterschätzen, glaube ich, weil gerade so Startups, die werden ja oftmals belächelt, aber wenn die ganz gutes Zeug machen, dann kriegen die auch relativ schnell richtig große Budgets rein oder auch viel Gelder von Investoren. Dann haben die auch Budgets und dann müssen die natürlich auch ihr Produkt nach vorne bringen. Ja, das heißt also, deswegen auch für junge Leute ruhig was machen und man kann es am Anfang auch ein bisschen günstiger ruhig machen. Naja, wohl ist auch ein zweischneidiges Schwert. Man kann das ruhig mal machen, aber dann ist es relativ schwer, vielleicht wieder einen besseren Preis dann zu erzielen irgendwann. Deswegen sollte man schon von Anfang an versuchen, einen Preis am Markt durchzusetzen, aber man kann das ja mal machen, sagt, okay, den ersten Job machen wir ein bisschen billiger und dafür dann der zweite dann ganz normal, oder? Können wir sich auch darauf einlassen. Ja, ich glaube, dass auch die Preisfindung, auch da glaube ich, kann man ruhig mal zugeben, dass es auch ein bisschen saisonabhängig ist. Also in dem Moment, wo, kennen wir ja selber, die dunklen Monate kommen, November, Dezember, Januar, Februar, da gehe ich auch manchmal mit dem Preis schon ein Stück weit runter, einfach weil ich teilweise Sachen machen möchte. Ich meine, klar. Kein Geheimnis. Habe ich auch schon erlebt, logisch. Dann sagt man, komm, mache ich. Ne? Weil man, ja, wenn gerade wenig los ist, dann braucht man auch mal schnell die Kohle und sagt, okay, scheiß drauf, nehme ich jetzt mit. Genau, und im Sommer hast du wieder so eine Flut an Aufträgen und dann sagst du, oh nee, ich brauche immer einen Tag zum Durchatmen. Wobei ich aber sagen muss, dass der Sommer gar nicht so mein stärkstes Jahr ist, sondern eigentlich der Dezember. Weil ganz oft im Dezember dann die Kunden noch geldlos werden müssen und ich hatte schon Dezembermonate, die 50-60% vom Jahresumsatz ausgemacht haben. Ja, aber da hatte ich auch keine ruhige Nacht mehr dann und keinen ruhigen Tag. Aber das sind jetzt auch weniger. Aber guck mal, wie es diesen Dezember wird, ich bin gespannt. Martin, hast du es geschafft, uns mal dein Set zu fotografieren? Ich war auch schon ganz neidisch, weil ich weiß, dass die neue Sony Imaging Edge Webcam Software mittlerweile diese Anbindung an Zoom und die anderen Formate irgendwie hinkriegt und ihr auch da draußen eure ja, normale Sony-Kamera für solche Webinars nutzen könnt. Die Franzi, meine fantastische Assistentin, die hat jetzt hier gerade mal parallel Fotos gemacht. Ich mache mal Bildschirmfreigabe. So, freigeben. So, das ist der Slider. Ich habe einen Edelkrone-Slider. Das ist ein Jib One mit dem Head Plus drauf. Und der kann dann programmiert nach rechts und links hin und her fahren. Und nächste Foto. Sehe ich wo? Ach so, da ist eins.
Genau, nochmal das Slider. Das bin ich hier, rote Birne. Das ist jetzt ein iPhone-Foto, kein Sony-Foto. Und wie seht, ist hier die Kamera und der Laptop ist davor, dass ich drunter gucke. Ich hatte auch schon vor, einen Teleprompter dran zu bauen und direkt in die Linse reinzugucken. Das ist immer schön, wenn der Betrachter nämlich angeschaut wird während des Gesprächs. Aber das war dann irgendwie doch jetzt auf die Kürze nicht so gut. Das ist ein 35er 2.8er drauf. Und ich mache das gerade auch mit der Blende 2.8. In der 50. Sekunde und habe jetzt hier kein PP-Profil ausgewählt, also kein S-Log-Profil, sondern das Standardprofil innerhalb der Kamera. Das ist hier ein Dauerlicht, ein LED mit einer Tageslichtleuchte. Und genau, ich habe hinten noch zwei Pro-Fotos, die dann Gegenlicht machen. Die sieht man in der Spiegelung, in der Scheibe. Und das ist das Set. Also der Tisch, Rechner, Lampe, Kamera. Und so sieht das dann wieder in echt aus. Super, ganz lieben Dank. Und ich habe heute eine Sache gelernt, nämlich ich habe auch versucht, meine Sony irgendwie hier anzuschließen an den Rechner, aber wir wissen jetzt, das Kabel ist entscheidend. Absolut. Installieren, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht das Original Sony-Kabel nehmt, dann kann es durchaus sein, dass es nicht klappt. Und ich hoffe, dass ich das bis nächste Woche hinkriege und aus der großen Kabelkiste mein Original Sony-Kabel rausholen kann. Und dann sehe ich genauso gut aus wie du, Martin. Das ist mein großes Ziel bis nächste Woche. Sehr gut. Ja, wenn du Fragen hast, rufe ich gerne an. Ich helfe dir jederzeit. Sehr schön. Lieber Martin, ganz lieben Dank für die letzte Stunde. Es war danke sehr auch. Langweilig und ich drücke dir alle Daumen, dass die Corona-Zeit, die uns mit Sicherheit noch ein bisschen begleiten wird, dir nicht zu viele Federn lassen müssen. Und ja, vielen, vielen Dank. Gleichfalls. Und wenn du in Berlin bist, komm mal vorbei. Dann trinken wir gerne einen Kaffee oder ein Bier oder sonst irgendwas. Und vielleicht machen wir auch mal eine Making-of-Sendung zusammen, dass ich mal zeige, wie du mal so tatsächlich arbeitest. Das wäre auch cool. Ja, cool. Versprochen. Super, freue ich mich. Vielen Dank. Also, ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat riesig Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Ciao.